Ja, ganz ruhig, mein Weißer, ganz ruhig. Brauner kann ich ja nicht sagen, ist ja nicht braun. Ganz ruhig, ja. Ach, gucke mal, Donner, wer auch wieder da ist. Die lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren treuen Kumpaden Donner bekommen. Gezähmt gefunden bekommen, wie auch immer. Und mit dem reisen wir jetzt durch die Welt. Als fahrender Händler, wir haben den Job als Drachenblut an den Nagel gehangen, haben gesagt, ach komm, das kann jemand anders gerne übernehmen. Haben gesagt, wir reisen jetzt einfach durch die Gegend und sind unser eigener Herr. Nein, Spaß. In der letzten Folge haben wir uns, genau, hier, aus dem Ding raus. Genau, haben wir Donner bekommen, indem wir das Einhorn hier gezähmt haben. Und haben da noch ein paar Wildpferde entdeckt, zumindest den Fakt, dass es Wildpferde gibt. Von ich ehrlich gesagt nichts wusste. Ich gehe mal zu den Stellen mit Donner, pack den da kurz hin und dann gehen wir kurz rein. So, Donner. Ich park dich mal ganz kurz hier ab. Du sprichst mir, du bist brav? Ja, du bist brav. Ja, du bist brav. Drache, wenn du meinen Donner fickst, dann zerstöre ich deine gesamte Generation, okay? Nur um das mal klargestellt zu haben. So, also. Wir sollen mit dem Gesichtsveränderer Forscher. Was? Was denn? Was denn? Achso, Dieb. Ich kann euch nicht besiegen. Ich guck einfach mal dazu. Das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt ist ja auch noch ein Drache. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ja, natürlich. Ich will eigentlich nur haben, was der hat. Deswegen renne ich dem jetzt hinterher. Oh, hier ist noch ein Dieb. Was? Hä? So. Der Dieb ist besiegt. Dietrich, Gold, Saphir, Gold, Stahlpfeil. Was passiert hier? Alter, was ist das? Notiz des Diebes. Gib einem Bettler die Parole weiter. Der Fuchs sagte mir, dass er die Kapuze trug, um sich selbst zu vergessen und ein neues Leben zu beginnen. Doch bin ich derjenige, der sich nicht erinnern kann. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist er oder sie ein Fremder? Egal, ich raunte einen Bettler seine Worte zu und sagte ihr, mögen die Schatten euch verbergen. Sie steckte mir eine Notiz zu, die meine Ahnung bestätigte. Der graue Fuchs ist tot. Jetzt, da ich seinen Grabstein gesehen habe, weiß ich sicher, dass seine Zeit vorbei ist und die Kapuze weitergereicht wird. Ich werde sie als nächstes tragen und wenn ich das tue, werde ich so reich sein, dass ich keine Erinnerungen mehr brauche. Ich kaufe einfach neue. Was zum Henker? Da ist noch ein dritter Dieb? Warum? Was? Was ist hier los? Da ist ein fetter Drache, da rennt zwei Diebe, beziehungsweise vielleicht auch der dritte mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal. Vor allem. Warte. Ach nee, zersplitterte Flasche war ja unten. Ich bin so unglaublich verwirrt. Ich glaube, man merkt das. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich gehe jetzt da einfach. Public Notice. Hä? Eine gespaltene Seele. Finde den Geist im Rattenweg. Was? Warnung, bleibt im Rattenweg fern.
Es ist uns zu Ohren gekommen, dass sich manch unbeachter Bürger des Nachts in den Rattenweg begeben hat. Andere haben Gerüchte über das Verschwinden dieser armen Toten verbreitet, wodurch nun überall von Geistern und Phantomen die Rede ist, die in der Kanalisation ihr Unwesen treiben. Wir möchten euch daran erinnern, dass der Rattenweg kein sicherer Ort für Bürger ist und es sich bei Gerede von Geistern um nichts weiter als Tavernentratsch handelt. Wir werden die Angelegenheiten in Kürze untersuchen. Bis dahin solltet ihr diese Warnung jedoch beachten. Schenken. Und keinen Fuß in den Rattenweg setzen. Und Eisen sollte ich hinzu... Was? Ich bin... Evon Schwarzgiever. Ey, du sollst dich Bastard nennen. Wer hängt hier unten in der Kanalisation rum? Ich werde euch umbringen. Ja, mach das ruhig. Ich komme wieder. Du kommst wieder, du bist tot, du hast einen Pfeil im Rücken. Also wenn, dann bist du querschnittsgelähmt. Was ist hier, was passiert hier? Sehen die, Blitzpfeil, Eisfeld, Feuerfall, Zwergenbuch. Sag mal, ich komme auf diese Welt nicht mehr klar. Die falschen Knopf gedrückt. Was zum Henker? Ist doch irgendwo noch einer, das weiß ich. Ein Typi. Ich bin sowas von unglaublich verwirrt. Das ist ja ein Lehrling, also bitte. Hier schon mal? Also ich meine, ich habe die Quest für den Dings gemacht, für den für die Diebesgilde in meinem privaten Spielstand. Aber ich bin ganz... Oh, Alter, ich habe den Skill nicht gemacht. Ey. Oh, fuck. Ey. Aber... Ist da jemand? Gian die Faust. Ach ja, das war der Typ. Ja. Gian der Tote. Bier, Gold, Ring der Stärkung, Handschuh des Faustkämpfers. Da ist der Geist. Ist der böse? Finde den Geist im Rattenweg. Hey. Folge dem Geist. Was? Ohne Witz, ich bin so unfassbar verwirrt. Das sieht nicht... Das sieht mir überhaupt nicht geheuer aus. Was zum geisteskranken Henker ist. Untersuche das Gewölbe. Was ist das denn? Ich speichere mal. Aktivieren Schwert. Eine magische... Achso, okay. Was ist hier los? Das ist 100% neu. Das ist 100%ig von der Anniversary Edition. Was ist das? Ist das Romeo und Julia? Wieso ist hier so viel Blut? Besiege den Wächter, okay. Ja, Junge! Jetzt komm mal wieder runter. Der hat die Rüstung an von den Blades. Wo die Delfin auch dabei ist. Der hat die gleiche Rüstung an am Helm. Alter, aber der ist... Okay, das ist ein okayer Gegner. Was passiert hier? Untersuche die nördliche Kasse.
Ich bin bald wirklich reif für die Klapse. Erst Apiko und jetzt das hier. Ich bin Notiz des Schmugglers. Den Geldbeutel möchte ich gerne haben und den Heiltrank möchte ich auch gerne haben. Notiz des Schmugglers, warte mal. Diese Magier und ihre Magie sollen verdammt sein. Alles lief gut, wir hatten ein schönes Leben und die Gewinne strömten in Hülle und Fülle herein, bis der Boss sich bereit erklärte, diesen Dummköpfen mit ihrer Falle zu helfen. Ich wette, diese Aktion wird uns das letzte Hemd kosten. Ja, anscheinend. Und nicht nur das Hemd, auch den Rest deiner Klamotten. Ich probiere mal ganz kurz. Okay, der geht nicht rüber. Okay, das ist auf jeden Fall... Das zeigt die... Alles klar, warte mal. Ah, guck mal, die sind auch zu. Also die sind komplett zu. Ey. Selonus Tagebuch, Band 3. Ich nehme es mal mit. Kann ja nicht schaden. Ich bin so dermaßen verwirrt. Hilfe! Okay, da ist die Geistererscheinung wieder. Einer Holden Maid. Okay, da ist der Geist, der Wächter, der um sie betet. Besiege den Wächter. Ah, da hinten kommt noch irgendwas. Feuer, kann er. Den brauche ich gar nicht. Immer richtig. Das ist ein Vampir. Boah, Alter, ich bin tot. Okay, warte mal. Okay. Gesundheit, kleine Heilung. So. Und dann wechsle ich auf meine Magierstäbe. Guck mal, da ist noch was. Ah, ich wusste es doch. Das könnte jetzt funktionieren. Weil ich dann den immer wieder. Ja, es geht. Noch einer kommen. Okay. Alter, also mal wirklich, ich... Das ist kein Schauspieler. Ich weiß, ich habe das doch zerrissen Schmuggler. Ich habe das noch nie gesehen. So weit war ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Zerrissene hier. Ich kann ihm nicht widerstehen. Diese Augen, diese schrecklichen Augen. So voller Zorn, Furcht und Reue. Der Tod ist der einzige Ausweg. Okay, ja, gut, ja. Okay, das ist creepy. Das ist cool. Oh, heilige Scheiße. Oh, du blöder Arsch. Hey, mach das doch nicht. Mein Name ist Herz. Sehr leicht schreckhaft, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich hab's geahnt, dass der aufsteht. Der saß da so blöd da drinne. Verik Tilwald. Der saß da so richtig doof. Was? Spinnen-AI. Okay. Stuhl vom gekreuzten Dolch. Ich nehm's mal mit, ich habe keine Ahnung. Eisendolch der Seelen. Gold, Veriks Notiz. Das ist, was wir besuchen. Ich traf Sychel Gatarion an einem Mondas vor den Docks. Es regnete, was ich als Vorzeichen hätte deuten sollen. Wir hatten zuvor schon Geschäfte miteinander gemacht. Schwarze Seelensteine, Leichen und andere düstere, unredliche Dinge geschmuggelt. Die erwachsenen Männer nachts nicht schlafen lassen. Aber das war etwas anderes, etwas Großes. Das Schwert, das sie mir gab, glich nichts, was ich je zuvor gesehen hatte. Zähne wie ein Schlachterfisch, ein blutroter Edelstein in der Mitte. Ich sagte ihr, dass es sich um ein einzigartiges Stück handeln müsste. Sie lächelte und antwortete, dass es noch eines gäbe. Meine Aufgabe stand darin, sie auszutauschen. Wir besiegeln die Aktion mit einer Münze, von denen uns später noch mehr versprochen wurde. Die Magierin sagte mir, dass man mich eine Woche später kontaktieren würde. Eine Gruppe ihrer Partner würde uns bezahlen, um unser Versteck zu nutzen und jemanden zu töten. Danach sollte ich den Austausch durchführen. Sie sagt mir, dass ich es vor den Magiern geheim halten sollte, was mich kurz stocken ließ. Die Einzelheiten waren für mich allerdings nicht sonderlich wichtig. Mir reichte es, die Zahl im Geschäftsbuch zu kennen. Okay.
Einige Monate sind seitdem vergangen und der Handel hat sich mehr als schlecht erwiesen. Die Magier haben ihre eigene Magie und wir unsere Gier unterschätzt. Nun zahlen wir alle den Preis für diese Torheit. Einige haben versucht, sich ihren Weg freizukämpfen, aber dieser Mistkerl stirbt einfach nicht. So langsam glaube ich, dass er das gar nicht kann. Außerdem hat sich jeder von ihm niedergestreckte Mann wieder erhoben, an der seiner Seite zu kämpfen, was es noch schwieriger macht, ihn zu töten. Ich schätze, dafür kann ich nur mir selbst die Schuld geben. Ich hätte von Anfang an meinem Bauchgefühl vertrauen sollen. Magieraufträge unweht stets ein übler Geruch. Bei diesem allerdings war es ganz besonders widerwärtig, aber ich war so auf das Gold aus, dass ich mir und meinen Männern einredete, es wäre Mondzucker. Das Lustige daran ist, dass sich Blutdurst gar nicht mehr mit meinem eigenen Besitz befindet. Blutdurst? Ich habe die Klinge in den Gruben in Faldars Zahn verloren, da ich dachte, ich könnte die Magier und Gerdarian einfach töten, sobald ich die anderen in die Hände bekommen würde. Doch als der Zauber misslang, sperrte die Gilde den Hauptmann und mit ihm auch uns in diesen Kammern ein. Nun bleiben mir nur noch eine eiternde Wunde und ein leerer Magen und die Münze der Magierin. Wahrscheinlich ist sie das Einzige, was es jemals hier hinaus schaffen wird. Ist sie das Einzige und sie könnte eine Menge Geschichten erzählen. Denn diese Münze hat viele Leben gekostet. Mit ihr wurden viele Träume verkauft und viel Blut vergossen. Ich weiß, dass ein Fluch auf ihr liegt, doch auch aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht weglegen. Alter, untersuche Faldars Zahn. Ey, das ist so unglaublich creepy, aber so unglaublich gut gemacht. Halleluja. Hier noch was? Gildenmagier, gekritzelt des Gildenmagiers, Selonus Tagebuch Band 2. Und eine Truhe. Ich nehme erstmal die Truhe mit. Und Gold, Seelenstein, Heldenmut. Sonst nichts. Okay, Bücher. Gekritzel des Gildenmagiers. Wir sind verloren. Es gibt keine Hoffnung. Okay. Gut, ich meine, ach nein, ich will doch hier. So. Speicher. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heilige Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, wie tief es runtergeht. Gibt's hier noch was? Schmuggler, Dietrich und Gold. Okay, ist hier unten noch was? Irgendein Secret wird es ja wohl geben. Ich höre Skelett. Verfluchter Schmuggler. Ah, okay, hier unten. Hä? Okay. Moment, war da in Englisch. Ah, guck mal, da hinten ist noch einer. Verfluchter Schmuggler. Bam. Okay, da ist noch eine Kiste. Okay, unten wird es wahrscheinlich ein paar Kisten geben. Ey, Alter. Also, Gold, Seelenstein, Silberbarensmarkt, Halskette. Ich habe die Anniversary Edition noch nicht selbst gespielt. Das heißt, wenn ich mich hier irgendwo blöd anstelle oder ungewiss durch die Gegend latsche, dann liegt es daran, dass ich das noch nicht selber gespielt habe und das auch für mich blind und neu ist. Deswegen, ja, Verzeihung. Ich bin gerade etwas sprachlos, war das echt creepy as fuck. Ich bin sehr leicht schreckhaft. Okay, das ist blau. Ich fühle mich gerade wie bei Zelda. Das ist original wie bei Zelda. Drei Türen, drei Farben, drei Rätsel. Ja. Okay, da sitzt einer. Das kann ich nicht ganz eruieren.
Ich will da nicht rein. Ich hab Angst. Oh, ich hab richtig Angst. Oh, Scheiße. Ah, ich mag kein Wasser. Ich hoffe, das ist tief. Okay. Alter. Was ist das? Ja, guck mal. Ich kann die durchsuchen, aber den hier nicht. Ich kann den auch nicht hauen. Gildenmagier. Sendschreiben des Gildenmagiers. Skelett. Scheiße. Mann. Okay. Ich hab grad richtig Schiss. Irgendwas wird gleich passieren. Und dann Grab der Frau des Wächters. Ah, das war seine Frau. Da steht wahrscheinlich hier alles drinne. Ja, genau. Ich nehme die mal mit. Ich will das nicht. Oh Gott, ich speichere. Das ist doch. Okay, ich habe jetzt so sehr erschrocken. Okay. Ah, oh, Hallöchen. Boah, ist das große. Boah, Alter. Okay, warte mal. Ich bin aber echt schnell tot und fülle meine Seelensteine. Das ist gut. Echt viele. Und der Wächter kommt. Hallöchen. Wächter, der Aspekt der Wut. Ah. Rot ist Wut. Grün ist. Naja, theoretisch Hoffnung, kann aber auch was anderes sein. Ich bin auch fast tot. Das wird nicht gut enden so. Ah, Hallöchen. Rot ist Wut. Blau ist Trauer. Grün ist wahrscheinlich dann Neid. Warum Neid? Wahrscheinlich wegen irgendwas. Irgendwas wird schon sein. Aspekt der Wut. Oder hoffen wir vielleicht, dass ihr wieder zurückkommt. Alter! Oh, du bist fast tot, komm! Okay, warte. Kräftige Heilung. So, erstmal die Skelette da weg. Okay, grün ist Angst. Ich habe auch die Angst, dass ich gleich tot bin. Ich fange mal von oben an. Ich hau mir mal alles in den Kopf. Okay, das muss passen erstmal. Ich habe mehrere von denen. Das ist sehr, sehr gut. Habe ich noch irgendwas zum. Nee, ich werde nicht noch so einen reinholen. Okay, ich muss. Alles klar. Also, warte mal. Kräftige Heilung. Ich will erstmal den da unten. Der ist nicht. Alter, hör auf auszuweichen, nicht jetzt. Okay. Dann wechsle ich einmal die Pfeile. Und zwar. Stahlpfeile habe ich genug. Und Zwergenpfeile. Und nochmal. Zaubertränke. Starke Heilung. Jetzt muss ich halt einfach drauf formeln, wie ein Kloppter. Hoffen, dass der stirbt, bevor ich es tue. Das wird. Aua! Ah, verdammt! Okay. Scheiße. Dreck. Ha, ich hasse das. Ohne. Ich müsste eigentlich zurückkommen. So, ich müsste eigentlich zurückkommen und dabei. Nee. Warte mal. Okay, wir haben ja. Die sind beide leer, aber wir haben ja Dinger. Komm hier, der ist voll. Den schwarzen behalte ich. So. Dann nehme ich nämlich die, weil die springen nämlich auch von Gegner zu Gegner.
Das heißt, damit vielleicht mehrere gleichzeitig ausschalten kann. So. Und damit kann ich die nämlich ziemlich gut damagen. Ja, guck mal, das ist doch viel besser schon. So. Dann Aspekt der Angst. Also grün ist Angst. Okay. Okay, ich muss ganz kurz aufladen. Also rot ist Wut, grün ist Angst. Das ist aber den schwarzen Ball, ist okay. Muss irgendwie voll werden. Grün ist Angst, dann ist Blau Trauer. Für Angst ist er auch nicht. Ah, doch. Er hat schon was. So, und jetzt der Wächter. Blau haben wir ja nicht mehr. Ich will vielleicht wieder sterben. Diesen Magier bitte stirbt. Okay, jetzt ist er noch unsichtbar. Okay, warte mal. Komm schon. Er ist fast tot. Was? Emil Bouchard? Weilen, du ja. Und dann kommt der auch noch an. Wie, schön mal dein Leben, Alter. Okay, ich habe keine Seelensteine mehr. Well, warte mal. Yo. Ich hätte das vielleicht lesen sollen. Ah, nicht. Mann. Nein. Okay, ich muss meinen Stab nach Hause zurückholen. Das ist jetzt ganz doof. Scheiße. Mann, fette Wurstfinger immer. Dreck. So, warte mal. Ich muss mal meinen Stab wiederholen, bevor ich ihn vergesse. Wo ist mein Stab? Stab. Wo ist der Stab? Da ist der Stab. So. Dann rüste ich einmal kurz Waffen. Der macht mehr Schaden. Das ist aber auch fast leer. Kann ich auch nicht auf. Egal, das ist nicht so schlimm. Knochenpfeile. Komplette voll. Pumpung. Nein. Böse Laster. Finger weg. Der ist fast tot. Komm, der ist fast tot. So. Emil Bouchard. Schild der Klingen, sage ich doch. Klingenrüstung. Brief von zu Hause. Hier, Klingenrüstung. Wie viel Platz habe ich? Ich könnte die theoretisch mal mitnehmen. Sorry, ich wollte dich nicht nackig machen. Ich nehme mal kurz alles mit. Ich kann ja, ich wollte dich nicht nackig machen. Das tut mir wirklich leid. Okay. Ganz kurz jetzt. Jetzt bin ich aber. Warte mal. Brief von zu Hause. Mein teuerster Emil. Ich weiß, dass keine Macht der Welt sie davon abhalten wird, euch mir wegzunehmen und in den Kampf auf fremden Schlachtfeldern zu schicken. Ich verstehe, dass dies eure Pflicht ist und ich euch als eure Frau derartige Dinge respektieren sollte. Nichtsdestotrotz plagt mich die Furcht, dass ihr nie wieder zurückkehren werdet. Daher habe ich diesen mit einem Schutzzauber versehenen Anhänger meiner Familie beigelegt. Ich hoffe, dass ihr ihn tragen und stets an mich denken werdet. Wenn ich euch nicht von eurer Pflicht abhalten kann, so kann ich vielleicht für ein wenig Schutz sorgen, dass ihr, auf das ihr wohlbehalten zu mir zurückkehren werdet. In Liebe. Eieieiei. Also. Schwert der Klingen. Hier. Das macht 14 Schaden. Wie viel macht der Säbel? 18. Also das ist den komplett Banane. Gut. Bekleidung. Hammer. Das ist. Handschuhe machen 21. Die machen 17. Hä? Wieso habe ich die jetzt mitgenommen? Das ist komplett behindert. Die Plattenrüstung 52, die Plattenrüstung 56. Ich nehme die mit. Die behalte ich aber, kann ich nämlich dingsen.
der Klingen. Kann ich entzaubern? Alter, was ist das? Und jetzt kriegen wir auch noch ein fettes Schwert, oder wie? Oh. Naja. Aber um spannend zu machen, würde ich mal sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was es mit den beiden da auf sich hat, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Vielen Spaß, vielen Dank und bis dahin, stay fresh und tschö mit Ö, Leute.